Jenseits des Blaus. Die Mondrakete Space Launch System der NASA, deren Rollet durch Kraftstofflecks, nicht zusammenhängende Pannen und schließlich durch einen sich nähernden Hurrikan verzögert wurde, kehrte letzte Woche zu ihrer Startrampe zurück, um einen weiteren Versuch zu unternehmen, den unbemannten und oft verzögerten Jungfernflug des Artemis-Programms in Gang zu bringen. Es ist bekannt, dass die NASA plant, im Rahmen der Artemis-Mission ein unbemanntes Raumschiff zu starten. Die letzte bemannte Mission zum Mond war Apollo 17, die zwischen dem 7. und 19. Dezember 1972 stattfand. Es war eine 12-tägige Mission und brach mehrere Rekorde wie den längsten Weltraumspaziergang, die längste Mondlandung und die größte zurückgebrachte Mondprobenerde. Die kurze Geschichte unseres ersten Stints auf dem Mond beginnt 1962 mit der historischen Rede des damaligen Präsidenten John F. Kennedy. Das Rennen um die Landung von Menschen auf dem Mond wurde von ihm in einer öffentlichen Ankündigung im Rice Stadium in Houston, Texas, angekündigt. Die Rede ist jetzt als "Wir entscheiden uns, zum Mond zu gehen" Rede bekannt. Darin erwähnte Kennedy sein Engagement, bis zum Ende des Jahrzehnts einen Menschen dazu zu bringen, auf dem Mond zu laufen. And this will be done in the decade of the 60s. It may be done while some of you are still here at school at this college and university. It will be done during the terms of office of some of the people who sit here on this platform. But it will be done, and it will be done before the end of this decade. Als die Mondlandung 7 Jahre später im Jahr 1969 stattfand, war Kennedys Ziel erreicht und seine Frist eingehalten. Mit dem erreichten Ziel sah sich die NASA jedoch großen Finanzierungskürzungen und heftigen Gegenreaktionen gegenüber, was die Zukunft der Apollo-Missionen unhaltbar machte. Ursprünglich waren 20 Apollo-Missionen geplant, aber technologische und forschungsbasierte Missionen wurden nicht als so wichtig angesehen wie das Erreichen der Mondlandung selbst, und die letzten drei Missionen wurden abgesagt. Die sozialen und globalen Auswirkungen der Mondlandemission Apollo 11 im Juli 1969 waren massiv. Was folgte, waren 6 weitere Reisen auf dem massiven Felsen. Nur eine dieser Missionen schlug fehl, und insgesamt 12 Männer durchquerten die Mondoberfläche. 2 Jahre vor der letzten bemannten Mission zum Mond, Apollo 17, im Dezember 1972 wurde bekannt gegeben, dass alle weiteren Reisen zum Mond abgesagt wurden. Der größte Grund hatte mit der Finanzierung zu tun. Es war nicht zu leugnen, dass es lächerlich teuer war. Die Gesamtkosten des Apollo-Programms, das von 1960 bis 1973 lief, kosteten die Vereinigten Staaten satte 25,8 Milliarden Dollar. Inflationsbereinigt beläuft sich diese Zahl auf 257 Milliarden Dollar. Dann war da noch die Frage der nachlassenden Begeisterung für das Programm. Oft verschiebt sich das Objekt oder Thema menschlicher Faszination. Wir neigen dazu, ziemlich schnell über die Dinge hinwegzukommen, und ständig zum Mond zu fliegen, schien nicht die verrückte Herausforderung zu sein, die es für die Apollo 11-Mission war, nachdem wir es mehrere Male gemacht hatten. Aber ein halbes Jahrzehnt später werden Menschen bald wieder den Mond betreten, wenn alles nach NASA geht. Wenn alles nach Plan läuft, könnte eine zukünftige Mission 2025 Astronauten auf dem Mond landen. Mehrere Faktoren treiben die NASA nun dazu, zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren wieder Astronauten zum Mond zu bringen. Einer ist der lang anhaltende Wunsch, Menschen auf den Mars zu bringen. Die Artemis-Missionen werden einen Teil der Technologie und Logistik testen, die erforderlich sind, um Menschen auf dem roten Planeten zu landen. Wenn sich die Zukunft der Menschheit tatsächlich über das Sonnensystem ausbreitet, dann muss logistisch gesehen die erste Station unser eigener Satellit sein, der Mond. Das Weltraumrennen ist einer der stolzesten Momente in der amerikanischen Geschichte. Aber war es praktisch? Gab es einen anderen Grund für uns, zum Mond zu fliegen, als die Tatsache, dass es eine erstaunliche Leistung war? Wahrscheinlich nicht, aber unsere Spezies hat einen Weg gefunden, den Planeten zu verlassen, auf dem wir gesetzt wurden, und ein fachmännisch gefertigtes Schiff auf dem riesigen nächtlichen schwimmenden Felsen zu landen, auf dem wir etwa 300.000 Jahre lang gestarrt hatten. Apropos Monde, lassen Sie uns über einen anderen Mond sprechen, der in den letzten Jahren Aufmerksamkeit erregt hat. Jupiters Mond Io. Vor etwa 40 Jahren segelte die ikonische Sonde Voyager 1 der NASA am Jupiter vorbei. Und als es an Jupiters großen Monden vorbeiflog, fand es etwas Erstaunliches, aber Furchterregendes vor. Es fand Io. Das Himmelsobjekt mit dem kürzesten Namen im Universum. Es ist auch eines der Eigentümlichkeiten, und das liegt nicht daran, dass es einer Pizza mit Sardellen ähnelt. Dieser winzige Jupitermond ist wild, und Sie werden gleich erfahren, warum.
Die Atmosphäre von Io ist eine vulkanische Welt voller verrückter Extreme. Es vergeht kein Tag, an dem Io keinen Wutanfall bekommt. Es ist voll von Lavaseen, verflüssigten Felsen und Schwefeleis. Io ist auch nach all den Jahren ein Mysterium. Unberechenbar. Instabil. Treibend. Und eines seiner größten Geheimnisse sind seine seltsamen Radioemissionen. In letzter Zeit wurde das Juno-Raumschiff der NASA mit einer privaten Show der Radioemissionen von Io verwöhnt. Hier kannst du es dir anhören. Es ist eine faszinierende Entdeckung, weil diese Radiosignale von einem Himmelssatelliten kommen. Diese Unterscheidung ermutigte die Forscher, mehr darüber zu erfahren, was die seltsamen Radiowellen ausgelöst haben. Viele haben sogar spekuliert, ob Io eine magische Energiemaschine ist. Ist Io im Grunde eine Maschine? Einfache Antwort, nicht ganz richtig. Diese Fähigkeit, Funksignale auszusenden, verdankt er seinem Wirtplaneten Jupiter. Jupiter hat unter allen Planeten unseres Sonnensystems bekanntermaßen das größte und stärkste Magnetfeld. Es erstreckt sich so weit, dass einige der Monde des Planeten darin kreisen. Io ist der Planet nächst dem Mond und befindet sich in einem sogenannten Gravitationstauziehen zwischen Jupiter und zwei anderen großen Monden, Europa und Ganymed. In der Folge führt dies zu extremer Erwärmung und Vulkanausbrüchen. Die Oberfläche von Io ist mit Hunderten von Vulkanen übersät, von denen einige Hunderte von Kilometern hohe Schwefelwolken ausspucken. Das ist ein Produkt der Macht des Jupiter. Stellen Sie sich vor, ein Himmelskörper zu sein, der so angeschwollen ist, dass ihre bloße Existenz drastische geologische Aktivitäten auf nahegelegenen Objekten verursacht. Obwohl Io nur etwa so groß ist wie der Erdmond, hat es dennoch einen enormen Einfluss auf Jupiter. Wie wir bereits gesehen haben, schneidet Io, das dem Jupiter am nächsten ist, Jupiters starkes Magnetfeld. Dies verwandelt Io buchstäblich in einen elektrischen Generator. Io hat die Fähigkeit, 400.000 Volt über sich selbst zu entwickeln und 3 Millionen Ampere elektrischen Strom zu erzeugen. Diese bahnt sich dann ihren Weg entlang der Magnetfeldlinien des Jupiters zurück und verursacht Gewitter in der oberen Atmosphäre des Jupiters. Io umkreist innerhalb der heftigsten Feldlinien von Jupiters Magnetosphäre mit einer Strahlungsumgebung außerhalb des Maßstabs. Die Oberflächenstrahlung von Io beträgt 3.600 AIM pro Tag, das Fünffache einer tödlichen menschlichen Dosis. Während sich Jupiter dreht, entfernen die magnetischen Kräfte jede Sekunde etwa eine Tonne IOS-Material. Das Material wird ionisiert und bildet eine ringförmige Strahlungswolke, die als Plasma Torus bezeichnet wird. Einige der Ionen werden in Jupiters obere Atmosphäre gezogen und erzeugen Polarlichter. Die im Magnetfeld eingefangenen Elektronen von Io beschleunigen auf die Pole des Jupiter zu und erzeugen dabei Radioemissionen. Wenn es sich an der richtigen Stelle befindet, kann Junos WAFES-Instrument diese Funkwellen auffangen. Die bisher gesammelten Daten wurden analysiert, um die genaue Quelle der Radioemissionen innerhalb des Magnetfeldes von Jupiter zu verstehen. Die Schlussfolgerung des Forschungsteams war, dass die Radiowellen höchstwahrscheinlich aus einem hohen konischen Raum kamen, wo die Bedingungen optimal waren, perfekte magnetische Feldstärke und perfekte Elektronendichte. Da die Emission einem Leuchtturmsignal ähnelt, nimmt das Raumfahrzeug sie nur auf, wenn das Licht auf das Raumfahrzeug fällt. Und zusammen werden Jupiter und Io zu einer Art Maschine, im Wesentlichen zu einem Pulsar. Einer, der uns am nächsten ist. Die Radioemissionen von Io, die von der NASA-Raumsonde Juno aufgenommen wurden, werden uns den Weg ebnen, mehr über Jupiter und seinen Zustand als Gasriese zu erfahren. Orbit. Jenseits des Blaus.